Brasil. Klabber. Goliath. Auf geht's. Der Kampf ist angesetzt auf 3 Runden mit je 5 Minuten. Tolle rechte Garde. Und noch eine rechte Garde. Toll getimte Treffer hier. Und der nächste gute Kick. Oh ja, guter Treffer jetzt. Da ist der Kick zum Kopf. Der rechte Haken. Schöner Treffer. Hervorragende Kombination. Ja, da war der Jab wieder. Klasse Timing, das er hier zeigt. Toller Treffer. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Der Diving Punch zum Kopf. Guter Treffer. Der Punch ging direkt zum Kopf. Klasse. Oh, schöner Punch. Oh, er hat seinen Rücken gepackt. Er hat in die Full Mount gewechselt. Er befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Klabber muss jetzt aufpassen. Dieser Cut wird tiefer. Toller Punch. Da ist der Treffer. Er wechselt wieder in die Side Control. Er wechselt wieder in die Full Mount. Klasse Punch. Da ist der Treffer. Guter Einsatz hier im Ground and Pound. Da täuscht er den Kick an. Oh, starker Diving Punch zum Kopf. Der hat wehgetan. Toller Sweep jetzt hier. Wir haben ihn gesehen, den Sweep. Und jetzt ist er in der Mount. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Da ist die Kombination. Jetzt geht es hier richtig zur Sache. Klabber wird geblockt. Der Punch zum Körper bleibt hängen. Tolle Punches jetzt hier. Roundhouse-Kick genau an den Kopf. Ja, gute Gerade. Schöner Double-Tap. Er landet hier, tolle Treffer, perfektes Timing. Er kickt zum Kopf und da ist der Treffer. Ja, ja, schöne Kombination. Klabber hat Schwierigkeiten mit dem rechten Auge. Es scheint zuzuschwellen. Er bleibt hier immer sehr variabel in den Angriffen und landet tolle Treffer. Hervorragender Lehrkick. Da war der Punch, kein Treffer. Damit ist die erste Runde beendet. Die zweite Runde beginnt. Also, eine Runde haben wir gesehen. Deine Einschätzung? Ja, ich finde, das sah schon ziemlich vielversprechend aus. Daran können Sie anknüpfen. Guter Roundhouse-Kick. Ja, und wieder der Roundhouse-Kick. Treffer mit dem Jab. Beide mit offenem Visier. Er geht in den Clinch. Oh, oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Starker Single-Leg-Takedown. Schafft den Reversal. Und jetzt hat er sich voll eingehakt. Starker Punch zum Kopf, so arbeitet man von unten. Klabber versucht eine Submission. Er ist entkommen. Der Schlag geht voll zum Kopf. Jetzt gibt er ihm den Rest. Wow, schöner Ellbogenschlag zum Kopf. Der Kampf ist zu Ende. Es waren diese knallharten Treffer auf dem Boden, von denen sich sein Gegner einfach nicht mehr erholen konnte. Das war stark, das war konsequent und es war erfolgreich. Da kommt die Wiederholung. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis.
Werfen wir einen Blick auf die Daten. Klubber Goliath. Und es kann losgehen. Dieser heutige Kampf ist auf 3 Runden mit je 5 Minuten angesetzt. Da kommt der Punch, aber geblockt. Klasse Jab. Der Roundhouse Kick schlägt ein. Toller Kopftreffer mit diesem Uppercut. Ja, gutes Timing hier. Oh, übler Diving Punch zum Kopf. Er bringt ein paar üble Hammerfists ins Ziel. Der Punch kommt an. Sehr gut, wie er da von unten die Ellbogen einsetzt. Ja, er bearbeitet ihn am Boden. Und noch ein Ellbogentreffer. Kann er die Half Guard nutzen? Oh ja, schöner Plattekopf. Oh, der Pass misslingt. Schöner Wechsel zur Vollmount. Er rettet sich aus der Vollmount. Guter Hüfteinsatz. Er entscheidet sich wieder für die Full Mount. Er trifft mit der Linken. Der Jab kommt an. Sein Bein ist verletzt. Man sieht deutlich, dass er hinkt. Klasse, dieser Kick zum Kopf und da war der Treffer. Ja, überzeugendes Timing hier bei diesem Treffer. Klasse Punch. Das ist ein herrlicher Leck. Schön, wieder ein toller Kick. Und ein schöner Jab. Starke Kombination. Beide wollen es jetzt wissen. Ja, schöner Single Leg Takedown. Der Punch sitzt. Er ist in der Side Control. Hier gut auf dem Boden. Er versucht aus der Half Guard. Klubber ist zurück in der Side Control. Guter Wechsel in die North South. Schöne Ground and Pound Kombination. Er ist jetzt in der Half Guard. Ja, ja, der kommt an. Was für ein toller Leckig. Gute Treffer von ihm. Perfektes Timing. Das ist das Ende der ersten Runde. Das war eine Runde voller... Ja, wir gehen in die zweite Runde. Ah, was für ein schöner Leckig. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Starker Schlag zum Kopf. Aber ein noch stärkerer Block. Stark ausgewichen. Schön den Haken eingesetzt. Klasse Aktion. Da war der Körpertreffer. Schöner Treffer. Ja, ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Schöner Kopftreffer, da war der Uppercut. Was für ein Leckig. Ja, gute Deckungsarbeit. Ja, der hat gesessen. Toller rechter Punch. Goliath bewegt sich rechts herum. Die Garde landet an Kopf. Block gegen diesen Punch. Oh, starker Inside-Leck-Kick. Das sind toll getimte Treffer. Super. Miller wird geblockt. Der Haken kommt nicht durch. Eine satte Gerade zum Kopf. Schöner Leck-Kick. Toller Kick. Und wieder ein Treffer mit dem Leck-Kick.
Da, schöner Block. Ja, der dürfte. Ah, oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Schöner Inside-Leg-Kick. Klasse Kicks. Starker Kick, aber die Deckung steht. Wieder ein Inside-Leg-Kick. Ein Kick nach dem anderen, das sieht gut aus. Gut abgeblockt. Oh, die gerade sitzt. Körpertreffer mit dem Haken. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Schöner Uppercut aus dem Clinch. Ja, er schafft den Over-Under. Voller Kopftreffer jetzt mit diesem Kick. Ja, starke Rechte. Noch 30 Sekunden. Ja, schöner Leg-Kick. Ja, eine Kombination. Und dann zieht er den Takedown durch. Damit ist die zweite Runde zu Ende. Nur noch 5 Minuten. Das ist die letzte Runde. Das war eine starke letzte Runde, oder was meinst du? Auf jeden Fall war sie das. Aber wir wissen auch, dass beide noch viel mehr drauf haben. Da kommt die gerade. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Ja, schöner Roundhouse zum Körper. Da war der Leg-Kick. Oi. Inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugeschwollen. Er variiert hier schön seine Angriffe. Oh, schwerer Uppercut, aber knapp daneben. Treffer mit dem Punch. Da ist der Leg-Kick. Sehr gute Kombination. Auch da wieder ein richtig guter Leg-Kick. Guter Leg-Kick. Ja, noch so ein toller Kick. Klabber blockt den Leg-Kick. Ja, der Haken, toller Kopftreffer. Schöne Gerade. Schön pariert, dieser Punch zum Kopf. Und der Jab. Guter Uppercut, da ist der Kopftreffer. Tolles Timing. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Und noch so ein Treffer. Oh, das sieht übel aus. Guter Punch. Oh. Ein klarer Wirkungstreffer. Jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Und das war's. Wie er diesen Kampf beendet hat, das war schon eine echte Demonstration seiner Stärke. So eine Linke muss man erstmal mit dieser Kraft und Präzision schlagen. Sehen wir uns mal. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Klabber Goliath. Es geht los. Ja, Treffer, da war der Kitz im Kopf. Oh, schöne Kicks. Inside Leg Kick, gut gemacht. Ja, sehr schöne Kombination. Wieder ein großartiger Kick hier. Erstaunlich, wie passiv hier beide diesen Kampf angehen. Ja, sieht so aus, als wollte niemand den ersten Schritt machen. Oh, schöner Roundhouse-Kick vom Kopf. Herrliche Gerade. Sehr gute Kicks. Tolle Kickserie hier.
Klammer, versucht's mit der linken Geraden, aber vorbei. Da, abgeblockt und dann sofort mit der Geraden gekontert. Der Uppercut zum Kopf, schöner Treffer. Versucht es mit dem Punch, kein Treffer. Variiert hier schön die Angriffe, das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Der nächste exzellente Kick. Versucht es mit dem Kick zum Kopf und hat Erfolg. Ach, die linke sitzt. Oh, guter Kick zum Körper. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Jetzt wechselt er die Auslage. Wieder ein klasse Kick. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Och, was für eine wüste Schlägerei. Alle Strikes jetzt. Oh, was für ein Headkick. Und jetzt hat er Probleme. Jetzt wechselt er die Stack Guard. Sauberer Headkick. Ja, knallharte Linke. Er landet auf der Matte. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Noch 30 Sekunden. Schöner Treffer jetzt mit diesem Kick zum Kopf. 15 Sekunden. Da ist der Block gegen den Punch. Schöner Treffer jetzt mit diesem Kick. Ja, beide teilen hier richtig aus. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Okay, Runde 2. Roundhouse Kick genau an den Punch. Gute Kickserie. Guter Kick zum Körper, aber geblockt. Toller Leckkick. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Schöner Körpertreffer mit dem Haken. Werfen wir einen Blick auf die insgesamt erzielten Treffer. Gutes Timing. Ja, guter Block. Was für ein Treffer, toller Kick zum Kopf. Sehr schöne Kicks. Goliath wird geblockt. Der Headkick kommt nicht durch. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Da ist der Kick, ja, schöner. Schöne Leckkicks. Toller Kick, aber da kommt der Block. Exzellenter Jab. Ja, die Hälfte der Kampfzeit ist durch. Ja, schön, wie er den Kick da abfängt. Klammer mit dem Kick zum Bein, aber daneben. Den Angriff vom Kopf sieht er kommen und er wehrt ihn stark ab. Oh ja, der linke Punch, Treffer. Da ist der schöne Leckkick. Oh, seine Prellung am Oberschenkel wird schlimmer. Da wird er morgen kaum laufen können. Schöner Block und starker Konter mit der Geraden. Wir sind im Clinch. Guter Knieschuss. Er nutzt den Clinch für einen Uppercut. Gut, dass er dem Uppercut noch ausweichen konnte. Die letzte Minute in Runde 2 ist angebrochen. Oh, stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Da, schöner Kick zum Körper. Oh, schöner Kick zum Kopf. Schöne Kombination. Ja, er geht wieder zum Kopf. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Volle Angriffe. Oh, ein heftiger Diving Punch zum Kopf.
da muss er jede Menge Hammerfists einstecken. Ja, ja, Runde 2 ist beendet. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3 erwartet. Wir haben in der letzten Runde einige ziemlich gute Ansätze gesehen. So kann es jetzt weitergehen. Von mir aus gern. Sie haben gezeigt, was Sie können und darauf sollten Sie aufbauen. Der Punch scheitert. Klasse, Jab. Oh, diese Stellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Ja, der Haken zum Körper kommt ab. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Werfen wir einen Blick auf die Anzahl der erfolgreichen Kicks. Er kombiniert hier schön seine Technik. Da hat es der Gegner natürlich schwer. Ja, da weicht er aus. Ja, da ist der Kick. Schöner Treffer. Wow, starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Starker Haken. Mit dem Jab. Wow, das sind richtig gute Angriffe. Ja, schöner Treffer. Da war der Punch. Und da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Er fängt den Kick ab und kontert mit der Linken. Ja, sauberer Kick zum Körper. Oh, gute Kombination. Gutes Timing. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Ja, wieder ein toller Kick. Er sucht es mit dem Kick zum Kopf und kommt durch. Es sieht aus, als wären hier beide am Ende ihrer Kräfte. Mal sehen, wer noch genügend Reserven hat, um den Kampf zu beenden. Starker Roundhouse-Kick zum Körper. Schön den Leg-Kick eingesetzt. Tolles Timing hier bei den Treffern. Wahnsinn, was für ein Headkick. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Oh, je, je, je. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Oh, er ist angeschlagen. Ja, schöne, schöne Kombination. Ja, die linke kommt. Sehr gut an. Treffer mit der rechten. Der Jab kommt gut. Schöne Angriffsserie. Ja, die linke passt. Sehr gute Angriffe hier. Volltreffer! Ja, ja, starker Ellbogen im Clinch. Exzellentes Timing hier bei den Treffern. Und da ist der Single-Leg-Takedown. Treffer jetzt mit dem rechten Punch. Die Zeit ist um. Wie bewerten die Kampfrichter diesen fantastischen Fall? Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Die Entscheidung steht fest. Wir übergeben das Wort an Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 30-27, 9-28, 29-28. For the winner by unanimous decision. And now, this season's ultimate fighter, heavyweight winner. Werfen wir einen Blick auf die Daten. Clubber Goliath. Und los geht's. Dieser Kampf ist auf 3 Runden über 5 Minuten angesetzt. Nein, der Roundhouse-Kick kommt nicht an. Da kommt der Leg-Kick. Wow, starke Kicks. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Toll getimte Treffer hier. Kick zum Kopf und da ist der Treffer. Schöner Körpertreffer mit diesem Haken. Körpertreffer jetzt mit dem Kick. Er kontert mit dem Kick, aber erfolglos. Ja, schöne Kombination.
Ja, gute Linke. Ja, da macht er es seinem Gegner schwer. Tolle Treffer. Starker Haken zum Körper. Oh, ein starker Kick. Ja, guter Haken. Die schenken sich nichts. Perfekte Linke. Doch, was für eine Angriffsserie. Der Jab kommt an. Ja, hervorragende Angriffe. Er kontert mit der Linken. Oh, heftige Rechte. Oh, was für ein Haken. Guter Körpertreffer mit diesem Kick. Und noch ein klasse Kick. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Miller blockt den Angriff und antwortet mit einer Geraden. Oh ja, guter Leck. Linker Punch und Treffer. Schön. Was für ein Kick zum Kopf, er ist genommen. Ein brutaler Schlagabtausch. Starke Linke. Die letzte Minute in Runde 1. Schön, versucht den Kick zum Kopf und kommt durch. Oh, der Schlag hat gesessen. Er trifft ihn. Oh ja, gute Angriffe. Die rechte kommt durch. Tolle Treffer. Treffer mit dem Jab. Oh, schöner Kick zum Körper. Und damit ist die erste Runde beendet. Alles klar, Runde 2. Oh, der Headkick landet im Ziel. Klammer blockt und kontert mit dem Jab. Guter Jab. Oh, Kombination zum Kopf. Ja, nein, der Schlag bleibt weg. Starker Inside-Leg-Kick. Er setzt hier schön seine Techniken ein, wechselt immer wieder seine Angriffe. Das sieht gut aus. Ah, seine Prellung am Oberschenkel wird schlimmer, da wird er morgen kaum laufen können. Und hier sehen wir die Anzahl der erfolgreichen Leg-Kicks heute Abend. Klasse Timing, das er hier zeigt. Tolle Treffer. Toller Kopftreffer mit der Geraden. Ja, guter Block gegen den Leg-Kick. Treffer mit dem Kick. Ja, Treffer, da kam der linke Punch. Sie gehen in den Clinch. Oh, schöner Uppercut im Clinch. Und wieder ein Uppercut. Ja, sie gehen auseinander. Oh, ein heftiger Headkick. Oh, er ist angeschlagen. Und noch so ein Treffer. Oh, 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 das sieht übel aus. Hier will keiner zurückstecken. Starker Tritt zum Körper. Schöner Jab. Gute Angriffe hier. Kick. Oh, oh, er scheint benommen zu sein. Treffer mit der Rechten. Gut mit dem Jab. Schön. Tolle Angriffe hier. Er trifft mit der linken Geraden. Toller Kick. Körpertreffer mit dem Kick. Schöner rechter Punch, guter Treffer.
Sehr guter Leckkick. Linker Punch. Schöner Treffer. Klasse. Nein, nein, so leicht macht er sie nicht. Gute Verteidigung gegen den Suplex. Nur noch 20 Sekunden. Oh ja, guter Treffer. Da war der Punch. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Und das ist das Ende der zweiten Runde. Ja, werfen wir noch mal einen Blick auf die Bett. Jetzt kommt es drauf an, die letzte Runde. Starker Deckel. Oh Mann, dieser Cut sieht katastrophal aus. Er blutet wie verrückt. Ja, das könnte das Ende bedeuten. Oh, ein Kick zum Bein. Das sind richtig gute Kicks. In die Rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Kick, aber abgeblockt. Er landet hier, tolle Treffer, perfektes Timing. Und da ist die rechte. Goliath blockt den Haken ab. Starker Haken. Ja, jetzt sehen wir, wie wichtig es ist, sich seine Kräfte einzuteilen. Sie sind beide völlig ausgepowert. Ja, da ist der Round. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Oh, jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Oh, was für Angriffe. Die linke kommt an. Der kommt nicht an. Ja, den Kick steckt er nicht so leicht weg. Ja, guter Ellbogen. Und das war's. Er hat den Kampf mit einem unglaublichen Ellbogenschlag beendet. Es ist nicht leicht, diese Technik so präzise umzusetzen und dann auch noch genügend Kraft für einen K.O. zu entwickeln. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der Off. Da sehen wir uns doch mal an. Klubber Goliath. Es geht los. Dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden mit je 5 Minuten. Guter Jab. Ja, starker Kick zum Kopf. Der Kopftreffer mit der Overhand. Ja, das sind tolle Körpertreffer. Ja, gutes Timing hier. Ja, wechselt die Führhand. Was für Kopftreffer. Schöne Kombination. Seine Punches finden immer wieder ihr Ziel. Das sieht gut aus. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Jetzt hagelt es hier Strikes. Schön durchgekommen mit der Kombination. Ja, überzeugendes Timing hier bei diesem Treffer. Da war die schöne gerade Kopftreffer. Schwerer Treffer mit diesem Kick zum Kopf. Treffer mit diesem Punch. Exzellente Punches hier. Sehr guter Jab. Ja, schöne Treffer. Oh, gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Ja, er bringt die rechte Oberhand. Gute Treffer von ihm, perfektes Timing. Jetzt wechselt er wieder die Auslage. Sein linkes Auge schwillt zu. Oh, der ging zum Körper. Ja, er kombiniert hier verschiedene Techniken. Kommt immer wieder durch. Ein Kick nach dem anderen, das sieht gut aus. Schöner Treffer mit der linken. Herrliche Kombination. Da ist der Körpertreffer, guter Kick. Jetzt der rechte Punch, aber gescheitert. Und da ist der Takedown. Treffer, da kam der Punch. Der Diving Punch zum Kopf. Er kämpft aus der Stacked Guard. Und da dreht er ihn um. Starkes Drowned Pound zum Kopf. Die letzte Minute. Er ist in der Mount nach diesem Speed. Noch 45 Sekunden in dieser Runde.
versucht's mit einem Choke. Er schafft es, sich aus dem Rear Naked zu befreien. Sauberer Pass in die Full Mount. Oh, sehr gut von unten. Starker Schlag zum Kopf. Oh, die rechte sitzt. Das war's mit der ersten Runde. Es geht weiter. Runde 2. Starker Roundhouse-Kick zum Körper. Oh ja, guter Block. Guter rechter Punch. Da war der Treffer. Das sind toll getimte Treffer. Super. Schöner linker Punch. Da ist der Treffer. Oh ja, guter Körpertreffer. Da war der Haken. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Jetzt sehen wir, wie viele Kicks zum Körper hier bislang erfolgreich waren. Ja, noch so ein toller Kick. Gute Gerade. Miller sieht jetzt doch ziemlich mitgenommen aus. Diese Prellung am Oberkörper ist schlimmer geworden. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Wieder ein großartiger Kick hier. Ja, Punch zum Kopf, aber gut pariert. Oh, ein knallharter Kopftreffer. Oh, er ist am Boden, der Treffer hat ihn umgehauen. Oh, wie recht hast du das? Das war's. Was für ein knallharter Haken, mit dem er diesen Kampf hier beendet hat. Er hat sich seinen Gegner schön zurechtgelegt und den Angriff dann mit diesem sagenhaften K.O.-Schlag abgeschlossen. Hier kommt die Wiederholung. Bruce Buffer hat jetzt das... Werfen wir einen Blick auf die... Klubber Goliath. Jetzt geht es endlich los. Guter Leckling jetzt. Schöner Kick, aber da ist der Block. Jetzt der rechte Punch, aber kein Treffer. Klasse Leckling. Starke Kick-Kombination. Tolle Kickserie hier. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Der nächste exzellente Kick. Oh ja, toller Leckkick. Der Treffer jetzt zum Körper mit diesem Kick. Tolles Timing hier von ihm. Das sind richtig gute Treffer. Ich glaube, sein Bein ist verletzt. Man sieht deutlich, dass er hinkt. Toller Treffer mit dem Punch. Jetzt geht es zur Sache. Ja, das sind tolle Punches, die er da zeigt. Die Oberhand kommt an. Ja, sehr gute Kopftreffer jetzt. Tolle Kombination. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Toller Treffer mit diesem rechten Punch. Nee, der Schlag kommt nicht an. Schöner Konter, da ist der rechte Punch. Gute Treffer hier von ihm. Wechselt seine Technik immer wieder schön. Sauberer Inside-Leg-Kick. Gefährlicher Schlag zum Kopf, aber perfekt geblockt. Und da ist der Takedown. Ja, klasse getroffen mit diesem Kick. Sehr schöner Kick zum Bein. Da ist der Block gegen den Punch. Ja, schöner Kick. Oh ja, eine tolle Kombination. Gute Punches jetzt. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespielt. Och, was für eine Füßeschlägerei. Oh, gute Rechte. Sehr schön, starke Kombination. Treffer mit der Linken. Sehr gute Punches.
Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Klammer hat sich hier möglicherweise eine Fraktur zugezogen. Das Auge schwillt immer weiter zu. Gutes Timing. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Gut gemacht. Klasse, diese Treffer. Starker Angriff zum Kopf. Das war's. Der Fight ist zu Ende. Dein Gegner war hier mit den Gedanken schon in der Pause und das hat er eiskalt ausgenutzt. Er hat ihn noch mal richtig unter Druck gesetzt und dann mit diesem wunderschönen Treffer. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem Offizier. Das sehen wir uns doch mal an. Klabber Goliath. So, los geht's. Oh, ein Inside Leg. Schöne Kicks. Miller blockt den Haken. Oh, die rechte Oberhand hat gesessen. Der Treffer zum Körper mit dem Kick. Er blockt und kontert mit dem Jab. Wieder ein klasse Kick. Die gehen in den Clinch. Schöne Ellbogen jetzt. Oh, der Uppercut tut weh. Gutes Timing. Ja, ja, jetzt geht es darum, die Kontrolle über den Clinch zu erlangen. Und sie gehen auseinander. Da kam der Haken. Schöner Kopftreffer. Er kickt jetzt zum Kopf. Schöner Treffer. Ja, ja, guter Schlag. Sie gönnen sich nichts. Schöner Inside Leg Kick. Ein herrlicher Jab. Tolles Timing hier bei den Treffern. Guter Ellbogenstoß aus dem Clinch. Gezielter Haken zum Körper. Klasse Kombo, das sind natürlich heftige Kopftreffer. Oh, er blutet, das ist ein übler Cut auf der Nase. Ja, ja, der Ellbogen landet am Kopf. Klabber hat den Over-Under angesetzt. Ja, er holt sich den Takedown. Oh, eine heftige Hammerfist. Ja, er ist in der Side Control. Starker Übergang in die Full Mount. Da ist er wieder in der Full Mount. Gute Arbeit in der Side Control. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Wir sind in der letzten Minute der ersten Runde. Sauberer Haken zum Kopf. Jetzt geht es darum, die Kontrolle über den Clinch zu erlangen. Kurzer Uppercut. Schön abgeblockt. Exzellentes Timing hier bei den Treffern. Ja, sehr schöner Uppercut. Und da ist der Übergang zum Teilclinch. Körpertreffer mit dem Haken. Ja, das Knie landet am Körper. Und ein weiterer Kniestoß. Tolle Kniestöße. Das ist das Ende der ersten Runde. Ab in Runde 2. Der Uppercut landet im Ziel. Abgeblockt. Ja, es kommt zum Clinch. Schöner Kniestoß zum Bein. Jetzt ist er im Over-Under. Sein rechtes Auge ist geschwollen. Sie gehen wieder auseinander. Guter Inside-Leg-Kick. Jetzt hagelt es hier Treffer. Er weicht aus und kontert. Ja, sehr gute Punches hier. Oh, Round.
Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Tolle Werte, den nächsten Takedown-Versuch auf. Toller Kopftreffer mit dieser Geraden. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Schöne Treffer. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Oh, unsauberer Punch. Und daneben. Oh, 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 wenn der Uppercut angekommen wäre. Ja, der Kick kann nicht genau am Kopf. Schöne Rechte. Gute Gerade. Gute Treffer. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Oh, der ging voll zum Kopf. Und wieder zum Kopf. Ah, das hätte was werden können, aber der Uppercut geht vorbei. Ah, schöne Gerade. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Oh ja, da war der Leckig. Gezielte Overhand zum Kopf. Der nächste schöne Leckig. Toll getimte Treffer hier. Den Punch abgeblockt. Blitzschneller Uppercut. Oh ja, das ist jetzt ein heftiger Cut. Gut möglich, dass der Kampf hier abgebrochen wird. Das macht er sehr gut mit seinen Punches. Er geht zum Over-Under über. Starke Wurftechnik. Oh, schöner Punch. Jetzt wechselt er in die Full Guard. Ein heftiger Punch zum Kopf, starke Arbeit von oben. Schöne Rechte. Er arbeitet aus der Half Guard. Damit ist die zweite Runde zu Ende. Diese Runde hat... Und jetzt sind wir in der letzten Runde. Klasse Kicks. Da kommt der Leckkick. Sie sind im Clinch. Ein schneller Uppercut. Oh, noch so ein Uppercut. Klasse Timing, das er hier zeigt. Tolle Treffer. Oh, und da geht er zu Boden. Goliath ist wieder in der Half Guard. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Sensationeller Sweep. Toller Sweep jetzt hier. Er hakt sich ein und ist in der Backmount. Jetzt ist er in der Mount nach diesem tollen Sweep. Oh, was für ein Sweep. Schön dieser Sweep und da ist er in der Mount. Sehr guter Treffer mit dem rechten Hand. Goliath hat eine Verletzung am rechten Auge. Es schwillt zu. Er ist in der North South. Was macht er jetzt aus der Halfguard? Klasse Treffer mit dem rechten Punch. Er zeigt hier im Ground and Pound, was er kann. Schön von unten gegen den Kopf gearbeitet. Toller Punch, da ist der Treffer. Er versucht den Kampf zu beenden. Oh, was für harte Treffer. Er ist jetzt in der Halfguard. Das war die Leber. Davon muss er sich erst wieder erholen. Das war die Leber. Davon muss er sich erst mal wieder erholen. Oh, der ging voll auf die Leber. Und da ist der Knockdown. Ja, der Haken sitzt. Oh, oh, oh. Ein klarer Wirkungstreffer. Jeff hat gesessen. Das artet in eine wilde Prügelei aus.
noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Ah, der Headkick geht daneben. Schöner Treffer, da kommt der Haken zum Kopf. Und ein Kick zum Ball. Oh ja, was für eine Kombination. Der Ausgang dieses Kampfes liegt also in den Händen der Kampfrichter. Die offizielle Entscheidung ist da. Bruce Buffer hat jetzt das Wort. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. Judges score the contest. 30-27, 9-28, 29-28. For the winner by unanimous decision. And now, this season's ultimate. Werfen wir einen Blick. Klabber, Goliath. Und jetzt steigen wir ein. Klasse Punch, da ist der Treffer. Und eine Overhand zum Kopf. Ja, der Inside-Blackkick kommt an. Starker Kick, aber die Deckung steht. Oh, schöner Roundhouse-Kick vom Kopf. Schöne Gerade zum Kopf. Er muss den nächsten Schlag einstecken. Er wechselt die Auslage. Ja, jetzt clinchen sie. Schöner Uppercut aus dem Clinch. Und wieder mit dem Uppercut. Und sie beenden den Clinch. Ja, der Kick kommt an. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Oh ja, da ist die Kombination. Gefällt mir gut, was er hier macht. Wechselt schön seine Angriffe, landet immer wieder tolle Treffer. Der Punch kommt an. Und jetzt wollen es beide wissen. Schöne Kopftreffer jetzt. Das war eine hervorragende Kombination. Ja, guter Inside-Leck. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Super Angriffe hier. Treffer mit dem Jab. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Ja, er bringt eine Kombination. Sauberer Treffer. Ja, ja, er hat den Overhand angesetzt. Da haben wir den Takedown. Er kämpft aus der Halfguard. Miller wechselt wieder in die Halfguard. Klabber hat eine Schwellung am rechten Auge. Gute Hammerfist. Das sieht richtig gut aus, was er hier im Ground and Pound zeigt. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Gute Kombination jetzt. Da war der Jab wieder. Schöne Punches. Klasse Punch. Da haben wir den Single Leg Takedown. Schöne Linke. Ja, da geht er gezielt auf den Kopf. Gut gemacht. Gute Linke. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Oh, oh, da wechselt er in die Full Mount. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Sehen wir uns mal an, was in dieser Runde alles los war. Das war eine Runde voller Höhepunkte. Die zweite Runde beginnt. Herrlicher Leckig. Klabber blutet jetzt doch ziemlich heftig an der Nase. Ja, kombiniert hier toll seine Angriffe. Das sieht gut aus.
Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Da ist die Kombination. Schöner Schlagabtausch. Schön den Haken eingesetzt. Klasse Aktion, da war der Körpertreffer. Er landet hier, tolle Treffer, perfektes Timing. Kick zum Kopf, aber daneben. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Ja, die linke Kopf. Oh, klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Tolle Kicks. Starker Punch. Guter Kick, voll auf den Körper. Hier will keiner zurückstecken. Mann, was für eine Rechte. Guter Schlag. Oh, eine gewaltige Rechte. Volle Angriffe. Schöne Rechte. Sauberer Kick. Er nutzt den Clinch für einen Uppercut. Beide versuchen jetzt, sich in eine bessere Position zu bringen. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Er schafft den Single-Leg-Takedown. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Ja, sehr schöne Hammerfist. Da kommt der Punch, aber geblockt. Der Punch sitzt. Uppercut zum Kopf, toller Treffer. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Jetzt geht es hier richtig zur Sache. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Starker Ellbogen zum Kopf. Uppercut zum Kopf, guter Treffer. Ah, der Ellbogen hat gesessen. Ja, ja, gute Ellbogenschläge. Und da hat er ihn im Teilplan. Schöne Beintechnik im Clinch. Ja, ja, Runde 2 ist beendet. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Und da war der Kick zum Bein. Schöner Roundhouse-Kick vom Kopf. Und daneben. Ja, ja, der kommt an. Der Headkick sitzt. Ja, der Jab kommt. Oh, schöne Kicks. Und hier sehen wir die Gesamtanzahl der Treffer. Ja, gutes Timing hier. Na, gute Deckungsarbeit. Mann, der Cut wird schlimmer. Das sieht übel aus. Schöne Kopftreffer-Kombo. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Ja, guter Hack. Wow, und noch ein Roundhouse-Kick. Oh, der Kick bringt ihn in Schwierigkeiten. Oh, harter Schlag zum Körper, jetzt wird es kritisch. Gute Kombination, sehr gut. Das artet in eine wilde Prügelei aus. Die rechte Pump! Wow, das sind richtig gute Angriffe. Ja, die gerade passt. Und da setzt er den Over-Underhand. Ah, schöne Wurftechnik. Jetzt geht er in die Full Mount. Ein heftiger Punch zum Kopf, starke Arbeit von oben. Schöner Treffer. Starke Befreiung aus der Full Mount. Guter Kopftreffer mit diesem Diving Punch. Er fällt mir gut, das Grounded Pound. Treffer mit dem Punch.
Noch 90 Sekunden, dann ist der Kampf vorbei. Starke Arbeit von unten, schöner Ellbogenschlag zum Kopf. Klabber steckt hier in Schwierigkeiten. Inzwischen schwellen beide Augen zu. Ja, klasse Aktion. Schön den rechten Punch eingesetzt. Er hat es auf seinen Arm abgesehen. Er schafft es, den Arm freizukriegen. Starker Ellbogenschlag zum Kopf. Brutales Ground and Pound. Ja, wie hat er es denn da geschafft, die Armbar zu setzen? Und da ist sein Arm wieder frei. Ja, schöner Treffer. Da war der Punch. Ein heftiger Schlag von oben mit dem Ellbogen. Oh, Sie müssen die Entscheidung den Punktrichtern überlassen. Was für ein großartiger Kampf. Schauen wir uns die Wiederholung an. So, die Kampfrichter haben sich entschieden. Hier kommt Bruce Buffer mit der Verkündung der Entscheidung. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for the decision. The judges score the contest 9-28, 30-27, 29-28. Learning the winner by unanimous decision. And now, this season's Ultimate Fighter Heavyweight. Sehen wir uns doch mal an. Klabber Goliath. Los geht's. Für diesen Kampf sind 3 Runden nach 5 Minuten angesetzt. Er wechselt in die Rechtsauslage. Oh, wenn der Kick getroffen hätte. Oh, starker Inside-Leg-Kick. Er wechselt wieder die Auslage. Wir sehen hier einen äußerst gemächlichen Beginn dieses Kampfes. Absolut. Beide sind hier extrem vorsichtig. Im Grunde belauern sie sich nur. Hervorragender Leckkick. Toller Kick, aber da kommt der Block. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Ja, klasse, dieser Jab. Ganz starker Kick auf die Leber. Er ist angeschlagen. Sehr gut, Angriff. Oh, er ist angeschlagen. Genau. Und jetzt ist der Fight vorbei. Den Kampf hat er mit diesem knallharten Körpertreffer gewonnen. Sein Gegner war danach vollkommen wehrlos und musste durch die Ringrichterentscheidung. Bruce Buffer verkündet jetzt. Werfen wir einen Blick auf die Klabber Goliath. Dann mal los. Ja, gute Arbeit mit dem Kick. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Starker Roundhouse-Kick zum Körper. Der hat gesessen, da war der linke Punch. Da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Ja, wieder ein toller Kick. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Schöner Inside-Leg-Kick. Super, was für eine Kombination. Ja, überzeugendes Timing hier bei diesem Treffer. Treffer, schön, da war der linke Punch. Schöne Aktion, da war der Punch. Was für ein Treffer. Doch voll auf den Körper. Ja, den Kick zum Kopf blockt er ab. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Ja, ja, das macht er gut. Schöner Kniestoß zum Körper. Klammer hat ihn im Teichlitsch. Das sind hervorragende Knietreffer. Der Clinch ist vorbei. Guter Treffer von ihm. Perfektes Timing. Ja, schöner Kick zum Körper. Guter linker Hack. Beide mit offenem Visier.
Nein, dieser Uppercut kommt nicht durch. Die rechte hat gesessen. Ja, mit dem Uppercut den Kopf getroffen. Der Block gegen diesen Punch. Ja, starker Kick. Schöner Roundhouse-Kick. Oh, der Schlag hat gesessen. Ja, die linke Pump. Sehr gute Angriffe hier. Schöne gerade. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Ja, schöne Kombination. Oh, ein Kick mit aller Gewalt, aber knapp daneben. Ah, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Er wechselt in die Rechtsauslage. Toller Tian. Treffer zum Körper, toller Kick. Und damit ist die erste Runde beendet. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Präziser Hack. Ja, starker Kick. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Das sind toll getimte Treffer, super. Und noch ein klasse Kick. Guter Block. Hier haben wir die Gesamtzahl der heutigen Treffer. Hier geht er nicht. Schöner Tab. Das war ein herrlicher Lenkick. Da ist der linke Punch. Klasse, guter Treffer. Kick zum Kopf, aber zu unpräzise. Treffer hier zum Körper mit dem Kick. Inside Leg Kick, gut gemacht. Er arbeitet zum Kopf, schöne Kombination. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Er trifft mit der Linken. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Oh, guter Block. Gute Deckung am Körper. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Ach, stark. Ein weiterer Kick zum Körper. Beide wollen es jetzt wissen. Tolle Kombination. Tolles Timing hier von ihm. Das sind richtig gute Treffer. Oh ja, guter Treffer. Da war der Punch. Da, oh, schöner. Ja, der Kick zum Kopf. Schöner Treffer. Er verfehlt sein Bein. Treffer mit dem Jab. Die letzte Minute in Runde 2 ist angebrochen. Ja, der Inside-Lecke kommt an. Oh, schöner Uppercut im Clinch. Mann, der Cut wird schlimmer, das sieht übel aus. Oh, schöner Single-Leg-Takedown. Nur noch 20 Sekunden. Treffer mit diesem Punch. Er richtet sich auf. Das ist das Ende der zweiten Runde. Und dieser Titelkampf geht in die dritte Runde. Okay, der Kampf läuft wieder. Na, ich hoffe, die beiden knüpfen dann die letzte Runde an. Ja, das hoffe ich auch. So kann es gern weitergehen. Schöner Kick.
Da ist der Körpertreffer. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Ja, das macht er gut. Schöner Uppercut. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Werfen wir einen Blick auf die insgesamt erzielten Treffer. Der Roundhouse Kick schlägt ein. Klasse Kopftreffer mit dieser gehabt. Und der nächste gute Kick. Oh, ein Roundhouse Kick ins Nichts. Ganz starker Kick vom Körper. Und wieder geht der Kick zum Körper. Schön, wieder ein toller Kick. Treffer, da kam der Punch. Oh, die Oberschenkelprellung sieht inzwischen ziemlich hässlich aus. Das ist definitiv kein Vorteil. Ja, klar, da ist der Clinch. Oh, da bearbeitet er ihn. Starker Punch. Und da ist der Single Leg Takedown. Oh, starker Konter, er kommt in die Vollgas. Ja, Pass in die Vollgas. Toller Treffer mit dem Punch. Was für ein toller Lecking. Noch 90 Sekunden, dann ist der Kampf vorbei. Oh, was für eine schöne Linke. Oh, der Kick landet am Kopf. Gute Gerade. Alles Strikes hier. Oh, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Haka, Haka. Fünf, zehn Sekunden bis zum Ende der Runde. Ja, sie lösen sich aus dem Pitch. Die Kampfrichter werden also über den Ausgang dieses Kampfes entscheiden. So, hier kommt die Wiederholung. Und jetzt Bruce Buffer mit der Entscheidung der Kampfrichter. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest 30-27, declaring the winner by unanimous decision. And now, this season's ultimate fighter, heavyweight winner, Glover. Glover gewinnt hier durch einstimmige. Das sehen wir uns doch mal an. Klapper Goliath. Auf geht's! Dieser Kampf ist auf drei Runden nach 5 Minuten angesetzt. Treffer jetzt zum Körper mit dem Kick. Gute Rechte. Klapper schlägt einen Jab, aber daneben. Treffer mit dem rechten Punch. Ja, er arbeitet gegen den Körper. Ja, gut gemacht. Schöner Block und dann der Konter mit der Gerade. Oh, saubere Kombination. Körpertreffer mit dem Haken. Ja, guter Schlag. Klasse Jab. Guter Kick. Guter Konter. Da kam der rechte Punch. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Er landet immer wieder tolle Treffer, kombiniert schön seine Technik. Oh, er ist angeschlagen. Schöne Kombination. Gute Gerade. Oh, schöner Kick zum Kopf. Treffer mit der rechten.
Schöner Körpertreffer mit dem Haken. Ja, ja, Wechsel der Auslage. Es kommt zum Clinch. Der war knapp. Starker Versuch mit dem Kick. Starker Single-Leg-Takedown. Ja, ja, da erwischt er ihn am Kopf. Er nimmt den Oberkörper hoch. Schön platzierte Hammerfist. Hammerfist hat gesessen. Wir sind in der letzten Minute der ersten Runde. Oh, schöner Punch. Ah, ein fantastischer Block. Ah, was für ein schöner Leckig. Oh, gute Abwehr. Das war kein schlechter Kick. Oh, ein starker Kick, aber leider daneben. Sehr gute Kicks. Ein satter Kick zum Körper, aber er landet im Block. Sein Bein ist verletzt, man sieht deutlich, dass er hing. Das ist das Ende der ersten Runde. Okay, Runde 2. Wow, was für ein Block. Toller Punch, da ist der Treffer. Schöne Punches jetzt hier. Schöner Kick, aber da ist der Block. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Ja, ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Gutes Timing. Starker Inside-Leg-Kick. Gute Kombination. Unten eingeblendet sehen wir die Zahlen der erfolgreichen Angriffe zum Körper. Ja, da ist der Roundhouse zum Körper. Den Kick fängt er ab. Da ist der rechte Punch. Toller Konter. Ach, der geht daneben. Oh, Roundhouse-Kick zum Körper. Gut gemacht. Ah, oh, ein schöner Block und ein starker rechter Konterhaken. Da ist der Block gegen den Punch. Oh, der Headkick landet im Ziel. Gescheitert mit diesem Punch. Da kommt der Punch zum Kopf, aber schön verliert. Ja, die Hälfte der Kampfzeit ist um. Und sie clinchen. Sein rechtes Auge ist übel geschwollen. Schafft den Single-Leg-Takedown. Klasse Punch, da ist der Treffer. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Der Punch kommt an. Er bringt sich in eine aufrechte Position. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Ja, nein, der Schlag bleibt weg. Sauberer Inside-Leg-Kick. Schöner Kopftreffer mit der Gerade. Gutes Timing. Starker Kick, aber die Deckung steht. Ah, gute Arbeit gegen den Takedown. Er schafft es, er hakt beide Füße ein. Klasse Punch. Er befreit sich aus der Full-Mount, stark gemacht. Und da ist der Übergang zurück in die Full-Mount. Wie kam das denn? Er hat ihn in der Armbar. Er bekommt seinen Arm frei und wehrt die Armbar. Ah, da muss er einiges einstecken. Das sieht nicht gut aus. Er rettet sich aus der Full-Mount. Guter Hüfteinsatz. Ja, gutes Ground and Pound zum Körper. Damit ist die zweite Runde zu Ende. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3 erwartet. Das war eine starke letzte Runde. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf.
Schöner Ellbogenschlag. Er deckt ihn mit Angriff. Nein! Die Rechte kommt durch. Oh, das war's. Das war ein fantastisches Ground and Pound. Er wollte nicht punkten, sondern den K.O. Und genau das hat er auch geschafft. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung.